Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, also ich ehrlich gesagt habe kein Interesse an einer Kapitalverzinsung, sondern ich habe Interesse an einer gut funktionierenden Bahn. Ich benutze sie täglich und es interessiert mich überhaupt nicht, wie Ihre Kapitalverzinsung in den Staatshaushalt einfließt. Es geht um Lebensqualität. Es geht darum, dass wir eine Bahn haben, die für die Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Wir hatten gestern im Ausschuss eine Expertenanhörung zu Ihrem Gesetzesentwurf, mit dem Sie versuchen, die Eisenbahn zu regulieren, ohne allerdings das Grundproblem, auf das wir immer wieder stoßen, anzutasten. Sie haben die Deutsche Bahn AG wie einen privatwirtschaftlichen Konzern aufgestellt, der seine Geschäftspolitik, wie Sie es gerade schon gesagt haben, an einem möglichst großen Bilanzgewinn ausrichtet. Dazu gehört natürlich, dass man die Nahverkehrsunternehmen und Privatbahnen mit saftigen Trassenpreisen und Stationsgebühren belasten muss, damit der Gewinn steigt. Dazu gehört, dass langfristige Investitionen in die Infrastruktur vernachlässigt werden. Dazu gehört, dass sogenannte Wettbewerber auf der Schiene benachteiligt werden. Dazu kommt, dass weder die politisch Verantwortlichen noch die Vertragspartner noch die Aufsichtsbehörden wie die Bundesnetzagentur oder der Bundesrechnungshof die nötigen Daten und Informationen bekommen, um dieses Unternehmen wirklich wirkungsvoll kontrollieren zu können. Ganz vieles unterliegt dem Betriebsgeheimnis. Es gibt keine Transparenz. Weit, weit entfernt von dem, was wir gerade diskutiert haben, Informationsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger. Das Gegenstück dazu ist die Schweizer Bahn, die ja auch als Aktiengesellschaft organisiert ist und wie bei uns zu 100% in der Hand des Bundes ist. Dort sind alle wesentlichen Betriebs- und Planungsdaten im Internet für alle öffentlich zugänglich, sodass die Bürgerinnen und Bürger beobachten können, was ihr Unternehmen treibt und plant. Und ich finde, so muss es auch sein. Und obwohl auch in der Schweiz die Eigenwirtschaftlichkeit der Bundesbahn gewährleistet ist, gibt es dort ein völlig anderes Grundverständnis und eine andere Grundausrichtung des Eisenbahnunternehmens. Erstens, der Eigentümerbund stellt fest, dass eine schwarze Null in der Bilanz ausreicht, weil damit nämlich volkswirtschaftlich mehr gewonnen ist, als wenn die Gewinne irgendwo in einer Bilanz konzentriert werden, weil auf der anderen Seite damit natürlich Verluste einhergehen. Sei es, dass die Regionalbahnen höhere Trassenpreise entrichten müssen, sei es, dass die Bahntickets immer teurer werden und damit die Fahrgäste zur Kasse gebeten werden oder dass eben Infrastrukturinstandhaltungsmaßnahmen zu Buche schlagen, die lange Zeit vernachlässigt wurden. Das wäre der richtige Schritt auch bei uns. Die Deutsche Bahn AG muss am Allgemeinwohl ausgerichtet werden, am volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen. Ich finde übrigens, dass die Kollegen von der SPD da durchaus einen Schritt weitergehen sollten. Und ich halte es für ganz halbherzig zu sagen, wir wollen die Deutsche Bahn AG, aber wir wollen gleichzeitig diese Konzernstruktur und diese Konzernausrichtung beibehalten. Das passt nicht zusammen, Herr Kollege Burkhardt. Und ich finde, dass ein Unternehmen in öffentlicher Hand, und da sind wir als Linke schon sehr weit vorangeschritten, haben konkrete Vorschläge entwickelt, an gesellschaftlichen Zielen ausgerichtet werden muss, für die Bund und Länder ja auch Verantwortung tragen, und zwar zum Teil grundgesetzliche Verantwortungen. Wettbewerb ist kein solches Ziel. Sie sind nicht verantwortlich für Wettbewerb. Wettbewerb an sich nützt gar nichts. Wettbewerb ist überhaupt keine inhaltliche Angelegenheit. Ein Ziel wäre zum Beispiel, Herr Döring, und das würden Sie verstehen, wenn Sie öfter in der Fläche unterwegs wären, wäre ein flächendeckendes Fernverkehrsangebot. Das steht im Grundgesetz, dass der Bund dafür Verantwortung hat. Ein notwendiges Ziel ist auch, dass Bahnen und Busse miteinander vertaktet werden, und zwar deutschlandweit, damit die Leute zuverlässig an den Bahnhöfen umsteigen können. Diese Forderung eines integralen Deutschlandtaktes, die erhebt auch die Bundesarbeitsgemeinschaft des Schienenpersonennahverkehrs. Ich weiß nicht, ob Sie das für sozialistische Vereine halten. Ich weiß, dass die Länderbahnen dort organisiert sind. Und ein sinnvolles Ziel wäre zum Beispiel auch, dass die Fahrgäste mit einem Ticket und mit einem Preissystem durchs ganze Land kommen. Das wäre tausendmal wichtiger und kundenfreundlicher als eine gesetzliche Regulierung, die festschreibt, dass verschiedene Fahrkartenautomaten an einem Bahnsteig stehen.
Ich komme zum Schluss. Frau Kollegin. Wir sagen ganz klar, wir wollen keine Kontrollbehördenbürokratie, wie Sie es jetzt hier vorschlagen, sondern wir wollen eine Bahn, die kooperativ und am Gemeinwohl ausgerichtet ist und in diesem Rahmen eigenwirtschaftlich arbeiten kann. Danke. Jetzt hat Valerie Wilms das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.